FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Die Auszahlung von Diäten ist notwendiger Baustein in der Demokratie. Denn nur wenn Diäten ausgezahlt werden, haben es auch Nichtvermögende und Personen, die sich nicht in finanzielle Abhängigkeiten begeben wollen, haben die Möglichkeit, professionell Politik zu betreiben. Und so notwendig dieses Instrument ist, so alt ist natürlich auch der Versuch, einen bösen Schein auf dieses Instrument zu lenken. Das liegt an der Entscheidungsstruktur begründet. Wir sind dazu verpflichtet, selber darüber zu entscheiden. Und es ist natürlich immer problematisch, wenn man selber über die eigene Bezahlung mit fremdem Geld nachdenkt. Und deshalb haben Populisten zu allen Zeiten versucht, antidemokratische und antiparlamentarische Reflexe zu nutzen mit ihrer antiparlamentarischen Propaganda, wie wir sie heute hier erlebt haben. Denn in der Sache ist dieses gesetzliche System, das hier schon in der letzten Legislaturperiode etabliert worden ist, in der Sache richtig. Man braucht zwei Kriterien. Das Niveau der Diäten muss bestimmt werden. Da gibt es eine Anlehnung an die Besoldungsgruppe R6. Das hat der Kollege Carsten Schneider genannt. Das sind die Bundesrichter. Und es ist doch völlig plausibel, dass diejenigen, die für das ganze Land Recht setzen, so bezahlt werden wie diejenigen, die dieses Recht für das ganze Land auslegen. Das ist ein völlig sinnvolles Kriterium. Und die Anlehnung bei der Dynamisierung an die Entwicklung der Löhne und Gehälter im Land und damit eben indirekt auch an die Entwicklung der Rentnerinnen und Rentner ist doch, was sollte da denn das plausiblere Kriterium sein, als dass wir uns in die Abhängigkeit dessen begeben, was in diesem Land für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für die Rentnerinnen und Rentner gilt. Auch dieses Kriterium ist plausibel, transparent und sinnvoll, meine Damen und Herren. Und deshalb haben wir als Freie Demokraten, als Fraktion beschlossen, dem nicht nur zuzustimmen, sondern auch in die politische Mithaft zu gehen. Wir hätten uns auch einen schlanken Fuß machen können, sagen können, lasst das mal die Parteien, die das vorher beschlossen haben, machen. Man macht sich ja immer unbeliebt damit. Aber man muss auch zu Dingen stehen, die man für richtig hält, wenn sie unpopulär sind. Und das ist das Markenzeichen der Freien Demokraten. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Kollege Buschmann. Nächster Redner für die Linke.